Und wir sind zurück mit unserem dritten Teil. Sleepy hat einmal gehustet und hat das Board resettet. Vielen Dank dafür, dass das noch geklappt hat. Jetzt müssen wir uns ein bisschen austoben. Ich lasse ihm mal den Vortritt. Wir haben noch ein blaues und ein lilanes Team. Wir können schon mal grob ausgucken, wer da in Frage kommt. Das hier spricht für Blau. 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 Blau, blau, blau. Grün werden wir nicht machen. Mal gucken, was wir noch so haben hier. Blau. Doch, wir machen grün. Wir haben ja. Warte mal, habe ich den jetzt übersehen? Da, wir haben ja noch einen grünen Heiler. Da müssen wir mal. Müssen wir auch mal gucken, wen wir da jetzt noch mit reinnehmen. Grün, grün, grün. Nehmen wir auch noch mit Hänsel mit rein. Und dann gucken wir mal, was passiert. So. Natürlich gibt es auch immer wieder einen lustigen. Lustiges Wiederbeleben. Mal gucken. Wer könnte uns denn hier mit am gefährlichsten werden? Okay. Den Heiler schießen wir einmal weg. Das ist dann auch erledigt. Das ist erledigt und das. Und dann sind wir quasi mit durch. Okay. So, jetzt haben wir noch einmal ein lilanes Team. Hätte ich auch blau nehmen können. Das wäre vielleicht besser gewesen. Es hätte mehr Punkte gegeben. Mehr Punkte. Wie viel wären das hier? 81. Naja, gut. So, wer gibt denn hier jetzt noch Punkte? Punkte, Punkte, Punkte. Hoppala. Das sind auch nur 83 Punkte. Gab es denn hier noch ein Aerial-Team? 99, 89. Ja. Los geht's. Los geht es.
Na gut, wir hätten erst Sonja nehmen sollen. Sehe ich gerade. Das war ein Fehler, aber das ist alles halb so wild. Das sollte trotzdem noch ganz gut abgehen. Naja, wir mussten ein paar Punkte am Anfang verschenken, aber wenn es zum Reset führt, ist es nie verschenkt. Wir sind mit durch, auch wenn es nur semi-gut war. Was sollen wir machen? 50 Punkte hätten wir locker mehr haben können. Dann wären wir fast auf Platz 1, aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass wir jetzt weitermachen. Sleepy hat gerockt, das ist gut. Der wird jetzt auch noch mal ein paar Punkte machen, das weiß ich. Sleepy ist ein. Ist eine Maschine und dann gucken wir mal, ob es hinten raus reicht. 7 Angriffe hat der Gegner noch, davon befinden sich 5 bei Diamisk. Können wir mal kurz durchgucken, wer noch welche hat. Michelangelo hat noch einen, gut, da werden theoretisch nicht so viele Punkte rauskommen. Und Pfaff. Verflieht da auch nicht. Das heißt, wir müssen darauf hoffen, dass dieser Diamisk. Gut, er wird noch online kommen mit Sicherheit, dass der nicht so viele Punkte rausholt. Und ansonsten gegen diverse Verteidigung läuft. Ja, bleibt abzuwarten.